Ja, und da sind wir schon wieder. Das war ein ganz, ganz, ganz kurzer Cut. Wir sind also wieder in Final Fantasy 8 natürlich und bekommen schon wieder Kohle ins Gesicht geschmissen. Mein Gott, brauche ich bald ein Schweizer Bankkonto hier. Squall, der Feind kommt zum Haupttor. Vom Haupttor. Was, wieso denn? Nö. Squall, halt doch mal an hier. Du musst Rinoa retten, du Held. Du bist der Held, nicht ich. Meine Güte. So ein Scheinheiliger wieder. Genau. Endlich hält er mal an hier. Hey, Squall, Rinoa ist, naja, sie fällt gleich vom Schulhof. Scheiße. Hörst du mich, Squall? Die Klassenräume werden angegriffen. Dort sind Schüler der Unterstufe. Sie brauchen schleunigst Hilfe. Ja. Der Feind, er tritt bei. Squall, denk an Rinoa. Ich weiß, Rinoa ist aber nicht die Einzige, die in Gefahr ist. Finde ich aber nicht nett, Squall. Rinoa ist doch... Ah, Gott. Ich muss drei Gruppen bilden. Wer soll mal in meine Gruppe? Quistis Irvine, Irvine, Selfie, Quistis Irvine. Selfie, du bleibst hier bei Schuh. Okay, okay. Quistis und Irvine, komm mit mir. Wir gehen zu den Klassenräumen. Und Xell, überleg dir, wie wir Rinoa retten können. Du holst sie auf jeden Fall da raus, okay? Yeah! Wenn er meint. Okay. Komm ruhig ran, Kollege. Ich würde gerne mal kurz das Menü und die Kopplung überprüfen, aber der lässt mich gerade nicht. Kopplung. Da, dam, dam, da, 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 dam, da, dam, da, dam. Ja, gut. Boah. Verwechsel ich das doch eh wieder hier. Quistis und Xell, Rinoa und Irvine, oder? Ja, und die beiden. Genau, so ist es mal richtig. Oder? Muss er nur gucken, dass Squall am meisten Angriff hat, dann passt es nämlich auch. Genau, da steckt das Ultima drin. Squall, schnell zu den Klassenräumen im zweiten Stock. Die Feinde kommen aus der Luft. Immer mit der Ruhe. Ja, mein Gott, ich kann auch nur rennen. Diese Übertreiber wieder. Naja, zweiter Stock. Ich heile zwar nicht, das sollten wir auch so schaffen. Weil ich glaube, da waren nicht irgendwie besonders starke Gegner. Es war eher so Durchschnitt, was da rumgeisterte. Okay, also dann los geht's. Endlich mal ein paar Pflichtkämpfe hier. Ist ja cool, wenn man solche Pflichtkämpfe auch umgehen könnte mit Gegner 0. Zumindest solche hier, solche Mini-Boss-Kämpfe, sag ich mal. Na dann. Kommt ran, liebe Galbadia-Soldaten. Kommt ran. Na, das haben sie auch schon länger geplant hier bei der Ausrüstung, die wir haben. Mein lieber Scholli. Ah, das waren halt diese Raumkleider, die wir gesehen hatten, als wir da zu Besuch waren. Ach ja. So cool. So cool. Muss ja mal gesagt werden. Alter, was willst du denn hier? Raus! Da, wo du hergekommen bist und die Scheibe bezahlst du gefälligst. Hab keine Glasversicherung. Vier Gegner, meine Güte. Und noch sowas Anstrengendes. Beseitigt jeden hier. Beseitigen? Wie schrecklich. Verdammte Sieds. Naja, wenn ihr meint. Kannst du mal hier ein bisschen blauen Zauber machen und ja. Mal rum one-hitten, kritten. Ja, Squall wird auch noch in gelben Reich geschmettert. Von daher können wir mit dem dann auch noch rummultien. Ach ja, schön. Miau, peng. Wahnsinnsschaden. One-Hit selbstverständlich nicht. Zack.
Na dann, greifen wir mal mit einem leckeren Multi von Squallern, hoffentlich Schicksalszirkel oder Blast Zone danach. Das war natürlich wunderbar. Aber das Schicksal spielt bestimmt nicht mit so viel Glück mit. Ja, 3800 Schaden mit einem normalen Angriff dann, ja, das war jetzt gut. 5 Mal 15.000, 18.000, irgendwie sowas in der Drehe. Kann man machen. Okay, rauben wir einfach mal. Mal gucken, was die so verlieren. Ah, die haben bestimmt bloß irgendwelche Potions oder so. So. Gib mir Multi. So. Und dann den angreifen. Eigentlich können sie überhaupt nichts mehr gegen uns tun mittlerweile. Chris ist zwar auch nicht die stärkste, aber selbst die macht einen Two-Hit-Down. Wenn jetzt der Score wieder mit seinem Multi kommt, lass dir mal einen Herzensbrecher machen, weil da ist hier Feierabend im Gelände. Und das würde mit jeder Kruppspalte. Okay. Macht jemand auch Schaden. Das würde mit jedem verlorenen HP noch wahrscheinlicher, dass hier ein Herzensbrecher rauskommt. Bam! Alter Schwede, ich liebe Schaden. Puff! Könnten wir fast so besiegen, aber nö, warum sollte ich? Multi. Megapillen haben die sogar. Na Mensch. Habe ich ja zum Glück nur 100 Stück. So, jawohl, zack und zasch. Und es gibt nochmal einen Grobspalter, das reicht ja auch dicke. Wenn man bedenkt, dass die knapp 1005 HP haben. Ich mache mit einem Schlag von Squall 3000 irgendwas. Ja, es tut schon ein bisschen weh. Ja, ich komme mit einer HP, XP, wodurch Quiz auch eine Level 10 wird. Potions, TF, AP und Levels. Wunderschön. Ja, Geistbonus erlernen. Tomboys lernt HP plus 10%. Ach ja. Hallo. Es ist gefährlich hier. Geht in das Lazarett. Ja, ich werde es vielleicht doch mal langsam. Obwohl, nee, das lohnt sich nicht. Meine Selbstzweifel wieder. Ach ja. Wir müssen schleunigst hier CD3 kommen und uns hier, wie heißt's? Ragnarok besorgen. Das ist ja so mein Ziel für die nächsten paar Folgen. Was heißt paar Folgen? Das wird schon so 20 Folgen dauern jetzt. Je nachdem, wie lang die Folgen jeweils sind, aber es wird eine Weile dauern. So, irgendwann passiert nämlich hier was, deswegen gehe ich jetzt eher hier hin, aber es passiert immer noch nichts. Wo muss ich jetzt hin? Gute Frage, nächste Frage würde ich sagen. Klassenräume sind ja jetzt schon mal, beseitigt, beräumt, besäubert, gesäubert, ja. Das ist ganz gut. Wo müssen wir jetzt hin? Gehen wir mal ins dritte Obergeschoss. Gucken mal Nida an, was der so macht. Vielleicht kann ich da mit einem waghalsigen Manöver da was reißen. Kling! Alles ist im Chaos, aber das Kling ist noch klar und deutlich. Huch. Huch. Ja, auch schon besoffen hier. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ah ne, vom Alkohol wird man nur noch müder, als ich jetzt schon bin. So, Nida. Ach, der ist halt schon wieder nicht da. Ha, ha, ha. Okay, das beschäftigt. Ganz toll. Lohnt sich ja richtig hochzukommen. Dann müssen wir wohl nochmal in den ersten Stock und gucken, was da so läuft und wie das Ganze funktioniert. Ob die klarkommen, die Leute da unten. Ich hoffe's ja mal. Dass wir noch das Manöver verlieren. Das wäre natürlich ganz böse, wenn wir das verlieren würden. Okay, wieder rein in den Fahrstuhl. Und dann einmal bitte den ersten Knopf drücken. Da, bitteschön. Dankeschön. Runterfahren. Wisst ihr eigentlich, wie eklig es ist, sich mit einem Blechschraubverschluss sich einen Mittelfinger aufzuschneiden, genau da, wo man immer festhält, um zuzuschrauben oder aufzuschrauben? Echt ekelhafte Verletzung. Ja, die Wodkaflaschen.
auf Arbeit natürlich. Ich habe da nichts davon gehabt. Schön wär's. out bitte. Out geht nicht. Okay, wo muss ich dann hin? Verdammte Axt. Doch nochmal irgendwo hochlaufen? Hier links ist ja immer noch offen. Mal schauen. Vielleicht muss er doch nochmal irgendwo hier hin. Ich tue mich in letzter Zeit ziemlich schwer hier mit dem Rumtriggern. Okay, ist immer noch nur der Schulhof offen. Blöd. Aber vielleicht ist ja jetzt schon was Neues. Vielleicht hat er Xel sich was ausgedacht, wie er das Ganze regeln könnte. So. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Niemand? Wo sind denn alle? Komisches Schlachtfeld, ganz schön leer. Da hätte ich oben noch was machen müssen im Klassenzimmer. Na, wir gucken jetzt erstmal mit Quistis. Vielleicht kann die ja mit ihrer Peitsche die Rinoa wieder hochholen. Hallo? Hallo? Quistis? Rinoa? Ist hier jemand unten? Oder ist sie schon tot? Okay, dann nicht. Nerv! Nerv! Jetzt komme ich hier nicht wieder weg, oder was? Doch. Ja, dann doch wieder in die Klassenzimmer. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, nachdem wir jetzt hier alles durchsucht haben und nichts passiert ist. Habe ich da jetzt sowas Eindeutiges übersehen oder was? Oder stelle ich mich einfach nur gerade doof an? Was ich ja nicht mehr ausschließe heutzutage. Oder um die Uhrzeit besser gesagt. Es ist halt schon etwas spät. Ich mache heute meine kleine Night Session. Obwohl ich eigentlich Pokémon aufnehmen müsste. Ja, naja. Habe ich ja noch ein paar Stündchen Schlaf und dann kann ich ja noch schnell Pokémon aufnehmen und rendern und hochladen und Thumbnail und Beschreibung innerhalb von ein paar Stündchen, ein paar wenigen Stündchen. Naja, vielleicht kommt es auch ein bisschen zu spät. Ist ja nicht so schlimm. Ja, ja, die YouTuber wieder. Faules Pack. Alles faules Pack. Alle in einen Sack und drauf kloppen. Man trifft immer einen richtigen. Oder immer einen faulen, je nachdem. Ja, dann halt nochmal den zweiten Stock. Das Einzige, was er nur übrig blieb, nachdem Nida nicht mit uns geredet hat und hier unten keine Menschenseele mehr war. Ja, bin gerade ein bisschen ratlos. Das sind so die Sachen, die ich mir nie merke. So einfache Story-Abschnitte, wie man irgendwas auslöst. Oft ist es bei mir einfach nur Glück. Gehe ich halt nochmal ins Klassenzimmer rein, ich habe nichts Besseres zu tun oder so. Okay. Yay, wieder Kohle bekommen. Ah, ich habe vielleicht hier mit dem Falschen geredet. Das kann doch sein. Ich habe Angst. Es ist alles okay. Folge mir einfach. Es ist ungefährlich hier. Es ist gefährlich hier. Geht ins Lazarett. Ja, geht doch auch mal. Narf. Verpisst euch auf gut Deutsch. Okay, dann wechseln wir nochmal die Seite und reden mal mit der Beschützerin, Betreuerin, however. Ey. Gute Arbeit, bring die Kinder in Sicherheit. Ach, das hätte ich noch machen müssen. Ja. Okay, gehen wir. Squall, Squall. Was jetzt schon wieder? Squall, sofort auf die Brücke. Dr. Kadowaki ist hier. Was will sie von mir? Ach ja. Ich liebe die Musik von Final Fantasy 8. Geh raus, Squall. Und reite in den Tod. Moment, nein. Rette die Welt, eher. Nee, auch nicht. Rette Belem Garden, das reicht schon erstmal. Geht mir mal nicht so auf den Schwanz, im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm,
Jetzt. Dankeschön. Wollte gerade nicht durchlaufen durch das, ja, durch die Überblendung. Was ist denn hier los? Uah, mich hat's erwischt. Mein Gott, Pussys. Diese Schweine stellen unseren Garten auf den Kopf. Die Schmerzen. Ach, mein Gott, hier nur Pussys an Bord oder was? Mann, Mann, Mann. Ja, dritter Stock, in Niederwalder, dass ich nach oben komme. Beziehungsweise Dr. Kadowaki wollte das. Mein Gott, wie die Zeit schon wieder vergangen ist hier. Nichts geschafft eigentlich. Also bis zum nächsten GF spiele ich es auf alle Fälle noch, weil ich halt Retro Futuma noch einen Gefallen tun will eigentlich. Naja. Also es ist in der Folge, keine Angst, aber ja. Auf jeden Fall jetzt noch in der Session. Das wird nur ein Weilchen dauern, deswegen werde ich mir gleich die Clubmate per X reinhauen. Wie sieht's aus? Naja, die erste und zweite Welle haben wir, glaube ich, stoppen können. Dafür sind die Schüler ziemlich kaputt. Noch eine Welle und, naja. Und bei euch? Die Truppe am Haupttür hält sie noch zurück, aber... Naja. Du meinst, länger geht's nicht mehr? Die vom anderen Garten sind schon fast alles Profisoldaten. Wir haben nur Trainees, wie Score schon sagte. Noch ein weiterer Angriff. War mein defensiver Plan ein Fehler? Wenn wir von Anfang an angegriffen hätten? Sei einfach noch drüben bei denen. Du kannst nicht vor ihm weglaufen, stimmt's? Wenn du ein Macho sein willst, ist das die Gelegenheit. Überleg dir die richtige, die jetzige Situation. Du willst doch nicht etwa weglaufen. Ich werde nicht weglaufen. Niemals. Wenn wir angreifen, haben wir noch eine Chance. Das Problem ist, wie dringen wir in den anderen Garten ein? Wie wär's, wenn wir den Gegner warm? Dann können wir bestimmt Ruhe besetzen. Was der gegnerische Pilot gemacht hat, kann Nida schon lange. Stimmt. Dann ist alles klar. Was ist mit Rinoa? Sieht nicht gut aus, Squall. Wir können nicht mehr in den Schulhof. Die haben eine Barrikade errichtet. Wir kommen nicht durch. Also übers Dach oder aus der Luft, anders kommt man an Rinoa nicht mehr heran. Rinoa. Halt, Moment mal. Du hast sie gerade aufgegeben, oder? Ich habe eine Bitte. Du musst Rinoa retten. Vielleicht gibt's wirklich keinen Ausweg. Aber bis du zu 100% davon überzeugt bist, darfst du nichts unversucht lassen. Ich muss die Angriffstruppe... Es ist mir Schnuppe, was du gerade denkst. Tu's für sie. Tu's bitte für Rinoa. Wir mögen Rinoa. Sie ist eine von uns. Rinoa wird sich echt freuen. Dazu musst du sie erstmal da rausholen. Ich kenne mich im Garbadia gar nicht aus. Ich kann mich führen. Wir halten dir den Weg frei. Wenn du da bist, starten wir den Angriff. Flaschen. Du hast doch einen Job zu erledigen, Squall. Was? Laber nicht. Immer diese komischen Andeutungen hier. Unmöglich. Unmöglich. Lol, ich habe gerade ein Haar gemacht in Audacity. Cool. Gib dir schöner Mut. Du bist der Kommandant. Die anderen schauen zu dir hinauf. Alter, geht mich alle auf den Sack hier. Meine Güte. Ich laber ja schon. Komm hier. Mikrofon her. Hier spricht Squall. Oh, liebe diese Musik. Wie fühlt ihr euch? Vermutlich könnt ihr euch kaum noch auf den Beinen halten.
Übrigens kann man das schneller wegklicken, nicht wundern. Es ist gerade zu langsam. Aber hört mir zu. Vereint eure Kräfte und helft mir. Die Zeit ist reif für den finalen Kampf. Bevor die gegnerischen Truppen kommen, müssen wir in deren Garden eindringen. Wir werden sie jetzt deswegen rammen. Bereitet euch auf den Aufprall vor. Kümmert euch um die Unterstufler. Wenn der Weg frei ist, werden Irvine, Quistis, Xell und Selphie vorangehen. Wer noch Reserven hat, möge bitte den Stoßtrupp unterstützen. Wahrscheinlich gar keiner, weil es alles Flaschen sind, wie man ja gerade sieht hier. Die Seeds wurden erschaffen, um Hexen zu beseitigen, der Garden, um Seeds auszubilden. Das heißt, wir erfüllen gerade unsere wahre Mission. Eine sehr schwere und harte Mission. Aber ich will später nichts bereuen. Auch ihr solltet nichts unversucht lassen, euer Bestes zu geben. Bitte vereint eure verbleibenden Kräfte und helft mir. Und die Hände in die Höhe für die Genki-Dama! Was für ein dummer Gag. Oh mein Gott. Gut so, das war sehr gut. Achtung, wir rammen sie! Nein, niederrammt sie. Und bam! Ja, kann man machen. Einmal so 30% Schräglage, ist ja egal, ist ja egal. Ist ja nur ein Garten, ne? Yeah, wir sind auf feindlichem Gebiet. Manche freut es halt, manche, naja. Seid ihr bereit? Jetzt gibt's eine Party. Für mich, für uns alle, für meine Freunde und so weiter. So schnell kann ich leider nicht lesen, du blödes Spiel. Okay, kommt nur. So, das werden wir natürlich nicht spielen. Wir sind ja Squall. Und Squall ist natürlich jetzt ein bisschen langsam. Wodurch er ein kleines Problem bekommen wird. Ja. Das machen wir auch noch. Obwohl. Nee, ich glaube, das nehme ich dann doch in den nächsten Part rein. Mark, er ist verschwunden. Bitte sucht ihn. Hilft nichts. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Also dann bis dahin und tschaußen!